Was an einem tollen Event oder Fest wie hier am Hafenfest nie darf fehlen, ist richtig, richtig feines Essen. Und wegen dem hat es mich zu einem Foodtruck verschlagen, der genau das bietet, und zwar zu dem von Two Brothers Kitchen. Was das alles mit einem kulinarischen Trip in die USA zu tun hat und was es da alles Feines gibt, über das reden wir jetzt mit dem Marc Wunderow. Marc, erzähl du mir doch mal, eine Reise nach Amerika. Hat irgendetwas da damit zu tun, dass wir jetzt hier stehen? Erzähl doch mal. Genau. Hallo Desiree. Toll sind ihr hier. Wir sind während unserer Corona-Zeit, wo wir hier alle miterlebt haben, ein bisschen unterwegs gewesen in der Welt und sind durch Südamerika, sind in den USA auch gelandet und haben uns inspirieren von dieser Foodtruck-Szene in den USA, was sehr, sehr interessant war für uns. Und sind dann, haben uns verliebt in eben das Pferd, das wir jetzt hier haben. Ein Airstream 1975er, original umgebaut, original Zustand gesehen und komplett ausgeschlachtet worden und eine Top-Gastro-Küche eingebaut, die uns viele Möglichkeiten gibt für exklusive Caterings bis zu Streetfood, wie hier jetzt am Hafenfest. Genau, also Foodtrucks bringen ja das Essen dort an, wo die Menschen Hunger haben. Das ist ja das Schöne. Die sind, habe ich das Gefühl, der Ferrari unter den Foodtrucks. Die haben ja wirklich gefühlt alles. Die können überall alles bedienen und beliefern. Was befindet sich denn alles bei euch im Foodtruck drin, damit das möglich ist? Wir sind ausgerüstet mit einem Rational. Wir haben einen Grill, wir haben Fritteusen, wir haben Wärmeschränke, wo wir können unser Porzellangeschirr auch wärmen, bis zu 250 Leute. Also wir sind total ausgerüstet, wir können autonom irgendwo arbeiten, also mit einem Stromaggregat arbeiten, mit Gas, sprich irgendwo an einem See oder irgendwo auf einem Berg, eine lässige Hochzeit, bis zu einem Anlass, weiss nicht was, ganz exklusiv, was natürlich extrem viele Möglichkeiten bietet. Du bist Koch und Gastronom mit Leidenschaft. Ich habe das Gefühl, das merkt man richtig. Wie ist das für dich, wenn du neue Sachen kreierst, die dir dann auch beim Foodtruck vielleicht über die Theke gehen? Was löst das in dir aus? Ja, immer noch sehr grosse Freude. Hier auch eben im Restaurant und durch meinen Job. Und es ist lässig, immer wieder andere Leute kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Food-Erlebnisse. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Wo trifft man euch denn überall an? Mit dem Foodtruck Two Brothers Kitchen könnt ihr überall anfahren. Wo trifft man euch an, wenn man unbedingt mal etwas von euch möchte probieren? Genau, also heute sind wir eben am Hafenfest, was für uns Premiere ist. Lässig, super Wetter, tolle Leute. Wir sind begeistert, sind überrennt worden. Wir sind überall ein bisschen unterwegs. Wir sind in zwei Wochen in Rapperswil, Jona. Sind wir am Blues and Jazz, was auch sehr lässig ist. Eben eine ganz andere Region am See. Und da freuen wir uns riesig drauf. Bei euch im Foodtruck hat es ein bisschen beschränkten Platz natürlich, wie in allen Foodtrucks, aber trotzdem sieht man, dass die Leute rumwuseln. Wie ist das genau eingeteilt? Wie viele Leute können in so einem Foodtruck überhaupt arbeiten? Du, das kommt ganz drauf an. Also je nach Anlass. Wir sind jetzt heute mal zu fünften bis jetzt. Wir werden dann zu oben wieder abgelöst, da wir eine lange Präsenzzeit haben jetzt hier am Hafenfest. Und wenn man sich eben kann arrangieren kann, dann kannst du bis zu 10 Leute drin mit Ablösen beschäftigen, je nach Menü, je nachdem, was gerade das Angebot gibt. Der heisst Two Brothers Kitchen. Wer ist denn der zweite? Two Brothers Kitchen, das ist mein bester Freund und Geschäftspartner, der Carlo Tomasini. Wir haben auch zusammen die Weltreise erkundet und sind unterwegs miteinander. Und haben in dieser Zeit eng zusammengewachsen und haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen miteinander. Und das hat dann, durch das ist das Two Brothers, ist wie ein Bruder für mich, ist das so entstanden. Marc, jetzt die allerwichtigste Frage, was gibt es denn bei euch Feines zu essen? Wir haben unseren Burger zum Beispiel, unseren Big Bro Burger, wo ein Rinderpatty drin ist, ein wunderbarer Speck, unsere Burgersauce natürlich und ein cooler Raclette-Käse von der Sennerei Grund. Ja, und der Beschleban natürlich, darf auch nicht fehlen. Das ist auch ein sehr wichtiges Brötchen. Und das ist jetzt das, was wir heute anbieten, mit einem Fischknospeli noch, ein Forellenfilet aus dem Thurgau, eine Schweizer Forelle. Aber wie gesagt, es ist alles möglich. Marc, also es sieht wirklich traumhaft aus. Ich habe das Gefühl, ich muss nachher mal schnell reinbeissen. Ja,
Desiree, du doch du gerade reinbissen, wenn du schon da bist. Ich muss dazu sagen, ich bin eine ganz messy Burger-Esserin. Ich probiere aber mein Bestes. Magst du mir mal das Mikrofon heben, schnell? Selbstverständlich mache ich das für dich. Du. Und das ohne Servietten? Ja, Servietten müssten wir auch noch haben. Einfach trocken am besten und reinbissen. Und genießen natürlich. Also meine Damen und Herren, 10 von 10. 10 von 10, Marc. Auf das würde ich sagen, stoßen wir an. Tolle Sachen, die ihr da macht. Viel Erfolg weiterhin. Super, danke schön vielmals, Desiree, und alles Gute.